Hallo Leute, hier nochmal ein Video aus dem neuen 7er BMW. Das ist jetzt der normale, also nicht die Langversion. Das erkennt ihr zum größten Teil daran, dass er oben nicht das zweite Schiebedach hat, wo eigentlich bei der Langversion ein Sternenhimmel wäre. Und dass ihr auch einen fünften Platz erschaffen könnt, indem ihr hier die Mittelkonsole hochklappt. Ja, kurz zur Bedienung ein bisschen. Es gibt ein Tablet, wo man eigentlich alles, was dem Gast interessieren könnte, einstellen kann. Oder auch den Komfort. Was wir hier am Tablet einstellen können, können wir auch teilweise manuell einstellen. Also zum Beispiel die Sitze. Wenn ich jetzt hier etwas verändern möchte mit dem Hoch- und Runterfahren, kann ich die sowohl für meinen Sitz, aber auch für den Beifahrersitz und für den sitzt neben mir alles einstellen. Die Position kann ich dann durch langes Draufdrücken auf die Nummern auch speichern. Oder ich stelle es hier einfach manuell ein, indem ich ganz verschiedene Einstellungen tätige. Und wie es halt gerade bequem ist, kann man es dann machen. Ja, ein weiterer Punkt ist, wenn wir mal hier reinschauen möchten, da drücken wir einfach hier auf diesen Knopf. Dann gucken wir hier rein. Hier natürlich WLAN-Hotspot, weil das Auto ja immer Internetverbindung hat. Da habe ich auch ein Video ins Netz gestellt, wie man vorne ins Internet kommt. Dann kann ich auch hier über Bluetooth verbinden. Es gibt ein Telefon. Das ist aber das. Da müsst ihr eine extra SIM-Karte reintun, dann könnt ihr im Auto auch telefonieren. Und es gibt auch noch eine Fernbedienung. Also da kann man auch die wichtigsten Dinge, was mit Fernsehen und Media zu tun hat, einstellen. Also falls ihr keine Lust habt, auf dem Tablet immer rumzutatschen. Ja. Hier, wenn ihr hier vorne drauf drückt, haben wir noch einen Getränkehalter. Und sonst, ja, wenn ihr jetzt irgendwas anschauen wollt über Massenspeichergeräte, die könnt ihr dann einfach hier einstecken, wo der USB-Stick steckt. Oder da könnt ihr auch DVDs oder CDs einfügen und dann einfach über das Display bedienen. Ja, das war es auch schon zu den wichtigsten Dingen hier hinten im schönen 7er BMW. Und ja, schaut euch auch die anderen Videos vom 7er an. Echt interessant. Bis zum nächsten Mal. Euer Alex von den Profi-Amateuren.